Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten vollwertigen Folge von Yu-Gi-Oh! The Best Arts. Heute geht's um die beiden Schönheiten tödlicher Virusdrache und blauäugiger alternativer weißer Drache. Und wer von den beiden den Sieg davontragen wird, das erfahren wir nach dem Intro. So, ich würde sagen, wir beginnen mit dem tödlichen Virusdrachen, einer der ikonischsten Karten aus Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Ich glaube, der dritten oder vierten Staffel müsste es gewesen sein. Der erste Punkt unserer großen Checkliste ist die Anzahl unterschiedlicher Vervielfältigungen, also wie oft und in welchen Sets wurde diese Karte geprintet. Seinen ersten Print erhielt die Karte in Dragons of Legends 2, dem meiner Meinung nach besten Dragons of Legend bisher. Den zweiten in Dragons of Legends 3, in dem so ziemlich alle begehrten und bis dato teuren Karten des Vorgängersets der breiten Masse zugänglich gemacht wurden. Und dann erhielt die Karte in den Legendary Collections Kaiba erneut einen Reprint in Ultra Rare, um zu guter Letzt mit seinem Common Reprint in den Legendary Dragon Decks ins Raritätenreich der Schatten verbannt zu werden. Aber wie sieht's denn jetzt eigentlich mit den Werten aus? Hauen die uns vom Hocker? Nein, tun sie nicht. Wir haben 4 Reprints der Karte und allesamt sind sie nichts wert. Ob das wohl den Reprints geschuldet ist? Da kommen wir dann gleich noch drauf. Also, die teuerste Variante ist auch tatsächlich die Secret Rare aus Dragons of Legends 2. Mit einem Wert von sage und schreibe in Worten. In Zahlen auch 2 Euro. 2. Ich wiederhole es nochmal. 2 Euro. Alle anderen Sets kann man wohl unter dem Wert von 2 bis 5 Cent zusammenfassen, denn mehr sind die Reprints nicht wert. Was uns zum nächsten Punkt unserer großen Checkliste bringt, die Prognose. Ja, was bedeuten denn jetzt diese ganzen Reprints für die Zukunft bzw. den zukünftigen Preis und die zukünftige Relevanz bei Sammlern für diese Karte? Nichts Gutes, würde ich sagen. Ich meine, wieso Konami? Wieso? Spiegelkraftdrache, Amulettdrache und der Virusdrache, ja, und diese Klaue und Timaeus und Scheißdreck, irgendwas auch. Ja, das hätten so schöne, wertstarke Sammelkarten sein können. Aber nein! Konami hat ja wieder alles mit seinen vermaledeiten Reprints vollgeschissen. Furchtbar, sage ich da nur. Ich meine, ich kann's ja verstehen. Die immerwährenden Reprints sind aus der Sicht von Spielern, die so günstig an wichtige Karten kommen, und aus der Sicht von Sammlern mit schmaler Geldbörse hervorragend. Aber aus der Sicht von Sammlern, die einiges in ihre Karten investieren, und zu dem gehöre ich nun mal, jetzt eher weniger. Ich meine, Yu-Gi-Oh! Zu sammeln ist sowieso ein bisschen mit Aktien vergleichbar. Denn genau wie Aktien fallen und steigen die Werte mancher Karten. Das heißt, manchmal macht man ein theoretisches Plus, wenn man die Karten dann in dem Moment verkauft, oder eben ein Minus. Aber muss der Preis denn wirklich so künstlich gedrückt werden? Beispiel: der tödliche Virusdrache in Secret Rare aus Dragons of Legends 2 Superset ging lange Zeit ca. 30 Euro. Und war speziell bei Sammlern heiß begehrt. Jetzt gibt es ja Sammler wie beispielsweise mich, die von einer Karte mehrere Kopien sammeln. 9 Stück zum Beispiel. Jetzt hat Sammler X für seine 9 Virusdrachen 270 Euro bezahlt. Und dann denkt sich Konami, ein Alphacam mit Sammlern wäre doch eine schöne Sache. Vor allem aktiv. Und deswegen schmeißen wir Reprints auf den Markt, um ihn zu übersättigen und die Karte ins preistechnische Nirvana zu schießen. Ja, und jetzt ist das Ding noch 2 Euro wert. Die findigen Mathematiker unter euch werden sehr festgestellt haben, dass 2 mal 9 18 sind. 18 Euro. Leute, 18 Euro. Um es einfacher rechnen zu können, sagen wir 20 Euro. Dann hat Sammler X einen Verlust von ca. 250 Euro hinzunehmen. Danke, Konami. Danke. Aber es gibt auch Licht am Ende des Tunnels, denn die einzig oder der einzig positive Aspekt an den Reprints sind die verschiedenen Raritäten. Die Karten wurden nämlich nicht alle in Secret, Ultra oder Common geprintet, sondern die Raritäten haben variiert. Wir haben einen Reprint in Secret, 2 in Ultra Rare und einen Reprint in Common. Das heißt, vorausgesetzt, Konami ballert jetzt nicht noch Secret Rare Reprints der Karte auf den Markt, dass eine gewisse Chance besteht, dass der Virusdrache im nächsten Jahrzehnt seinen alten oder zumindest ähnlichen Wert wiedererhält. Das bleibt allerdings abzuwarten.
Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Druck und die Qualität des Materials. Der Punkt ist eigentlich recht schnell abgearbeitet. Die Qualität des Materials war zumindest bei den Secret Rares hervorragend aus dem Set, aber auch nur bei den Secret Rares. Die Karten waren stabil und der Druck wirkte hochwertig. Die Super Rares waren wirklich billig produziert. Ja, also wirklich billig. Ja, die hast du einmal angeguckt, boom, kaputt. Und aber um die geht es ja in dem Fall jetzt gar nicht. Die anderen Princeton-Karten sind generell sehr hochwertig, da sie ja lange nach Konamis qualitativen Tief produziert wurden. Kommen wir zum Design des Monsters. Zuerst wollen wir uns anschauen, wie detailliert das Monster selbst gezeichnet wurde. Und man muss sagen, Schuppen, Panzerteile und Verzierungen und Ähnliches sucht man hier vergebens. Denn der Virusdrache ist, wie für die damalige Zeit üblich, relativ schlicht gehalten. Natürlich gab es auch relativ detailreiche Monster damals, zum Beispiel Geistespharaos etc., aber das waren wirklich die Ausnahmen. Der Kopf weist einige nette Details auf, ja, der Rest ist allerdings eher eintönig und schlicht. Auch farblich haben wir hier nicht viel Varianz. Wir haben verschiedene Grau- und ein paar Lila-Töne. Und mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sehen. Ob das gut oder schlecht ist, ist natürlich Geschmackssache. Ich persönlich liebe ja die Schlichtheit alter Karten und dementsprechend ist das für mich ein positiv zu bewertender Punkt. Und proportional weist die Karte vielleicht einen kleinen Missstand auf, und zwar empfinde ich persönlich die Flügel als zu klein für den Körper des Drachens. Ich meine, hier großer, mächtiger Körper und dann so kleine Miniflügel, fast wie eine Hummel. Das ist so eine Sache, die ich nicht so schön finde. Ich hätte gerne etwas ausladendere Flügel gesehen. Farblich harmoniert das Ganze allerdings, gar keine Frage. Es beißt nichts, sind ja auch alles dunkle Farben. Aber was wäre ein Artwork ohne passenden oder gar gänzlich fehlenden Hintergrund? Richtig, ein Monster, das Katsuki Takahashi gezeichnet hat. Und weil dem nicht so ist, kommen wir zum nächsten Punkt unserer Checkliste, dem Hintergrund. Zunächst einmal ist das Größenverhältnis zwischen Monster und Background wichtig. Und hier hat die Karte alles richtig gemacht, beziehungsweise der Designer. Das Monster steht schön im Vordergrund, was bedeutet, dass der Hintergrund nicht allzu viel Platz auf dem Bild einnimmt. Und das ist auch gut so. Aber ist der Hintergrund auch farblich kompatibel? Ja. Allerdings meiner Meinung nach etwas zu kompatibel. Denn die Farbe des Hintergrundes ist der Farbe des Monsters etwas zu ähnlich. Das muss sich Zeus auch gedacht haben und daher hat er den Hintergrund um den einen oder anderen Blitz bereichert, um einen farblichen Kontrast zu schaffen und ja, was soll man sagen, es ist gelungen. Der Background passt tausendprozentig zum Monster. Das Ganze harmoniert absolut perfekt und die Blitze spielen dabei eine tragende Rolle. Denn wenn die nicht wären, dann wäre das gesamte Artwork meiner Meinung nach trotz aller positiven Einzelaspekte gähnend langweilig. Tödlicher Virusdrache abgehakt, blauäugiger alternativer weißer Drache ins Fadenkreuz. Auch hier wollen wir uns erst einmal anschauen, in welchen Sets die Karte bis dato erschienen ist. Es sind genau zwei Stück, nämlich einmal das Movie Pack und einmal das Movie Pack Gold Edition und demnächst auch das Movie Pack Secret Rare Edition oder wie auch immer das Set dann eben heißen wird. Ja, wie sieht's denn mit den Werten aus? Fangen wir doch mal ganz klassisch an, und zwar mit der Ultra Rare Version aus dem normalen Movie Pack, denn die kostet aktuell so um die 20 Euro. Sein goldenes Gegenstück ist mit 19,50 Euro auch nur geringfügig günstiger, ist also ein recht stabiler Wert. Dann gibt es ihn noch aus WCCP, die habe ich hier in Prismatic Secret Rare. Eigentlich eine OCG-Karte, die im Normalfall in der Wertung keinen Platz hätte, aber da es die Karte auch auf Market gibt und es eben eine Preiskarte 2017 war, wollte ich sie mal erwähnt haben. Auf Market gibt es dafür gerade ein Angebot für 4.000 Euro, was natürlich viel zu teuer ist. Oh mein Gott, das ist ja Wucher. Der realistische Preis für diese Karte liegt so zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Kommen wir zur Prognose. Die Karte ist aktuell aus zwei Gründen relativ teuer. Zum einen liegt es an ihrer guten Spielbarkeit in Blue Eyes Decks und zum anderen an einer verstärkten Nachfrage bei Blue Eyes Fans und Blue Eyes Sammlern. Der Großteil des Preises wird allerdings durch die Nachfrage von Spielern generiert. Dazu kommt, dass uns zusätzlich zu den zwei aktuellen Prints ein weiterer ins Haus steht. Auch hier ist es wieder gut, dass die Karte pro Set in einer anderen Rarität auf den Markt kommt. Aber ob das den Preisabsturz, den ich befürchte, abfedern wird? Ich
Ich denke eher nicht. Meiner Vermutung nach wird der Preis nach dem Release des Moviepacks in Secret Rare auf 10 bis 12 Euro sinken, da die Karte in Secret Rare dann erstmal den Markt fluten wird. Sollte der Umstand dazu kommen, dass die Karte aus welchen Gründen auch immer nicht mehr spielbar ist, dann vermute ich einen weiteren Preiseinbruch, sodass wir schlussendlich auf der 3 bis 4 Euro Plattform eine knackige Bruchlandung hinlegen werden. Am Druck und am Material ist nichts auszusetzen, also da ist alles Paletti, brauchen wir gar nicht reden. Jetzt kommen wir zum Punkt Design des Monsters auf unserer großen Checkliste und ja, was soll ich sagen? Im Vergleich zum tödlichen Virusdrachen wirkt der blauäugige alternative weiße Drache beinahe schon bösartig detailliert. Kopf und speziell Rumpf der Karte sind beeindruckend detailreich gestaltet. Wie für moderne Ableger des Blue-Eyes-Themas üblich, du ziehen viele neonblau gefärbte Adern den Rumpf und die Flügel dieser Kreatur. Und ja, die neonfarbenen Elemente... Also, ich finde sie jetzt nicht hässlich. Finde ich nicht. Aber ich finde, sie nehmen der Karte leider, ja, einiges von ihrem Oldschool-Charme, den sie eigentlich ausstrahlen sollte. Auch wenn sie ja keine Oldschool-Karte ist, sie supportet halt nur ein Oldschool-Thema, aber trotzdem. Die Proportionen sind soweit ganz gut, was das Monster selbst betrifft. Da gibt es keine Kritikpunkte und auch die Farben des Monsters harmonieren hervorragend. Also, ich muss schon sagen, dass diese Kombination aus diesem Schneeweiß und diesen edlen Dunkelblautönen ein absoluter Traum ist. Der nächste wichtige Punkt ist der Hintergrund. Zunächst einmal wollen wir uns um das Größenverhältnis kümmern und das finde ich schon so mittelmäßig. Die Aufteilung zwischen Monster und Hintergrund, die ist so 50-50. Was auch noch in Ordnung ist, ja, sieht gut aus, aber kleiner dürfte das Monster jetzt nicht mehr sein. Also es ist halt wirklich gerade so an der Grenze. Bei den Farben wird es schon ein bisschen kritischer, denn an und für sich finde ich den Hintergrund gut. Er ist dunkel und schlicht und würde sich im Normalfall von jedem anderen Monster hervorragend abheben. Aber irgendwie finde ich, dass der dunkelblaue Ton des Hintergrunds zwar einige Nuancen dunkler ist als das Blau des Monsters, aber diesem immer noch etwas zu ähnlich ist. Rahmenschwarze Wolken mit roten Blitzen hätten dem Artwork besser getan. Aber das ist natürlich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Fazit! Wir vergleichen jetzt die wichtigsten Aspekte unserer großen Checkliste und beginnen mit dem Vergleich der Werte. Da bedarf es keiner großen Diskussion. Den Punkt schnappt sich kackendreist der blauäugige alternative weiße Drache, der rund 10 Euro teurer ist als die teuerste Version des tödlichen Virusdrachen. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 2. Ha, heute geht's schnell, nicht wahr? Vergleichen wir die Prognosen. Der Stern des tödlichen Virusdrachen ist schon vor langer Zeit untergegangen. Und obwohl der blauäugige alternative weiße Drache noch Rückenwind hat, vielleicht sind es aber auch die Angstfürze, ich weiß es nicht, wird in meinen Augen auch sein Stern spätestens mit dem Reprint des Moviepacks in Secret Rare untergehen. Dennoch steht der Stern des Blue Eyes höher als der des Virusdrachen, weshalb er auch diesen Punkt kassiert. Jetzt kommen wir zum letzten und ausschlaggebenden Vergleich und das ist das Aussehen. Welche Karte sieht denn jetzt besser aus? Der Blue Eyes oder der Virusdrache? Für mich persönlich ganz klar der Virusdrache. Warum ist das so? Der ausschlaggebende Punkt sind die gelben Blitze, die dem Bild einen guten Kontrast und einen düsteren Look, ein düsteres Feeling verleihen. Der Hintergrund wird bei der Bewertung des Artworks einfach häufig unterschätzt, obwohl er eine tragende Rolle spielt. Und hätte der Blue Eyes, wie von mir vorhin vorgeschlagen, pechschwarze Wolken und rote Blitze oder vielleicht einen ähnlichen Background wie der Chaos-Imperator-Drache, dann hätte der Blue Eyes gewonnen. Denn der Blue Eyes ist für sich genommen das schönere Monster. Eine absolute Perle. Aber mit dem Hintergrund, da liefert der Virusdrache halt einfach ein stimmigeres Gesamtbild ab. Wir sind am Ende der Folge und jetzt seid ihr gefragt. Wollt ihr drüber quatschen? Dann findet ihr im Kommentarbereich einen von mir verfassten und angepinnten Kommentar, unter dem ihr das Thema gerne ausführlich miteinander diskutieren könnt. Ihr wollt mit mir persönlich über das vorläufige Ergebnis sprechen?
verstanden, werft einen beherzten Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu meinem Instagram-Profil, wo ihr mir eine Nachricht hinterlassen könnt. Ihr könnt euch auch gerne auf Instagram umsehen und folgen, falls ihr tiefere Einblicke in meine Sammlung wünscht. Heute Abend gegen 22 Uhr zum Beispiel zeige ich euch dort die Forbidden Memories Promos, schweineteure Teile. Darüber hinaus werden zwei Umfragen geschaltet. In der einen Umfrage könnt ihr über die Karte abstimmen oder über die Karten abstimmen, die nächstes Mal drankommen. In der anderen könnt ihr darüber abstimmen, welche der beiden Karten, die heute zu sehen waren, in euren Augen gewonnen haben. Ob dann der Blue Eyes oder der Virusdrache gewonnen hat oder eben nicht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge Yu-Gi-Oh! The Best Arts.